Hallöchen und herzlich. Ich sterbe! Ja, hallo. Und hi. Hier bei South Park The Stick of Truth. Ich habe gerade aus Versehen schon mal das Menü aufgerufen und da stand dann, hey, wir haben einen neuen Freund, Mr. Marsh. Ja, können wir uns ja denken. So, aber er hat auch was geschrieben. Rechts vor dem Raum, in dem wir eingesperrt waren, ist ein Fahrstuhl. Du kannst über ihn fliehen, aber ich habe ihn kaputt gemacht, als ich ihn benutzt habe. Du musst ihn reparieren, tut mir leid. Okay, haben wir eigentlich neue Vorteile? Hier haben wir nichts. Vorteile N4. Rechts neben dem Raum ist ein Fahrstuhl. Hä, das ist doch hier. Hier ist rechts. Aber da ist doch kein Fahrstuhl, oder? Nee. Gib mir mehr Mikrochips. Ich weiß noch nicht so ganz, was er meint. Würde jetzt erstmal gucken wollen. Hier war doch noch ein Fahrstuhl, der nicht funktioniert hat. Objekt benutzt ein weißer Kraftkristall. Ah, damit komme ich ins Cockpit. Und dann muss ich nur noch meine Alien-Sonde ausrüsten, um der Tür zu signalisieren, ich bin ein Freund. Weißer Kraftkristall ist entfernt. Wow, wow. Haut ab, ihr Planeten. Normale Eiscreme. Mana-Trank. Okay, nichts Besonderes. Oh, ich sehe da gerade... Ein Shin-Pokémon. Käferbot. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wenn ihr irgendwo welche seht und ich die übersehen habe. Also nicht, dass ich die dann noch einsammeln werde, weil ich nehme ja viel im Voraus auf. Aber einfach so, fände ich ganz interessant zu sehen, wenn ihr irgendwo welche seht, die ich offensichtlich nicht gesehen habe. Das ist manchmal ganz spannend. Oh oh. Alien-Pilot. Alien-Verteidigungsmatrix. Hey. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß noch nicht. Die Alien-Matrix vielleicht drum. Ich kann ja mal gucken. Ich kann ja mal schlau sein und untersuchen. Die Alien-Matrix. Ist das die Alien-Matrix? Ja. Immun gegen Magie, immun gegen Frost, immun gegen Feuer, schwach gegen Schocks. Na dann, hier habe ich ja gar keinen Schock drauf, oder? Habe ich da Schock drauf? Ich glaube, ich habe da Feuer drauf. Ja, und dagegen ist es immun. Na toll. Ich kann ja mal wen beschwören. Ah nein, kann ich nicht, weil es ein Bosskampf ist. Na toll. Na toll, jetzt habe ich keinerlei Schocksachen. Meine Waffe stinkt. Meine Schüsse brennen. Aber ich kann ja auch eigentlich hier so. Obwohl, nee, das macht keinen Schaden. Hey, hör auf, mich zu untersuchen. Hör auf damit. Oh, krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Böse Matrix erhöht weiterhin deren Rüstung. Ich möchte mich auf jeden Fall erstmal vom Brand heilen. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter auf die Matrix. Die hat ja nicht so viel Leben zum Glück. Ich hoffe dann einfach mal, dass sie der Boss ist und dass sobald die besiegt ist, vielleicht erstmal die Rüstung droppt der anderen oder vielleicht auch der Kampf beendet ist. Das hatten wir ja schon mal bei einem Boss. Dass dann direkt der Kampf kaputt war. Obwohl noch Handlanger übrig waren. Okay, der Kampf ist noch nicht vorbei. Aber deren Rüstung ist gefallen, oder? Brenne. Hey, hör auf, mich hier zu phasern. Boah, da habe ich aber gut abgewehrt. Schnell mal was essen. Okay, ich habe nicht genug Mana für Fürze. Ich gehe erstmal auf einen. Sich auf einen zu fokussieren ist sehr sinnvoll. Mann, ich habe das Timing noch nicht so ganz raus.
Du hast die Brücke. Machen Sie es so. Au! Aua, aua! Wieso darf der so oft hintereinander angreifen? Was ein Arschloch. Ich heil mich wieder. Warum habe ich die Brücke? Ist der Typ ab? Warum ist der Typ abgehauen? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, der hatte Angst. Zwei von drei. Ist doch schon mal eine Steigerung. Ohahaha. Auf Töten stellen? Du sollst mich nicht töten. Du sollst sie übergeben, genau. Aua, aua, aua. Bevor ich hier drauf gehe, ich habe ja jetzt auch keinen Kumpan mehr, heile ich mich lieber mal viel zu oft. Mann, ich schaff's echt nicht, die Dinge abzuwehren. Hau ab. Yay. Wir haben es geschafft. Aber was war denn jetzt mit dem Fahrstuhl, den ich reparieren soll? Irgendwie habe ich das Gefühl, was verpasst zu haben. Oder was übersprungen zu haben. Oder ausgelassen. Ausgelassen ist, glaube ich, am besten. Oh oh. Schleim gelangt in die Kanalisation. Yes? At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving. We've got another UFO crash. Oh oh, die bösen Regierungstypen kommen. Aber wir erwachen einfach in unserem Bett. Hätten wir den Alufolienhut nicht auf, wäre alles wie gestern. Quest erfüllt, Entführung durch Aliens. Oh. Danke nochmal, dass du mich da rausgeholt hast. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber ich bin einfach zu höflich. Hey, Neuer! Danke, dass du gestern mit uns gespielt hast. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, du spielst heute wieder mit uns. Niemals. Vorher level ich meine Sachen auf. Ich glaube, das hier bewirkt basierend auf deiner Rüstung zusätzlichen Schaden. Du kannst, was kommt danach? Perfekte Durchführung lässt deinen Helmstachel zusätzlich eine Blutung verursachen. Du kannst eine weitere Aktion durchführen, wenn du dein Ziel ausnockst. Könnte ich mir die Punkte nicht auch einfach sparen für die späteren Sachen? Weil das klingt echt nicht so cool. Also es klingt nicht so interessant für mich. Würde ich fast lieber die Punkte aufsparen. Ich glaube, das mache ich jetzt gerade. So, den Alufolienhut brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ich hoffe zumindest, dass jetzt keine Alien mehr so schnell kommen. Aber man kann nie wissen. Wir behalten ihn auf jeden Fall einfach. Neue Nachricht von Mr. Marsh. Habe ich die nicht? Ja, die habe ich beide schon gelesen. Spiel, du erzählst mir nichts Neues. Naja, dann gehen wir mal raus. Mit unserem Phaser. Das ist echt cool. Das Geräusch ist auch sehr befriedigend. Okay, hier ist nichts verändert. Alles beim Alten. Vielleicht habe ich ja nur geträumt. Und diese Analsonde, die ich da habe, fällt es dir auch einfach nur ein Stock. Und meine kindliche Fantasie macht daraus etwas mehr. Oh mein Gott! Sie kamen aus dem Nichts! There was a huge earthquake, and then there was burning in my yard! Didn't you hear about it? It's all over the news. Here, look! And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again soon. It's horrible. You don't understand. The elves, they took the stick! And it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom and we shall lay waste to the drow elves once and for all! Fucking cheaters.
Die Goff-Kids also? Finde neue Verbündete und einen Brief an die Goff-Kids. Oh ja. Dann gehen wir doch mal. Ich weiß auch, wo die sind. Oh, rekrutiere die Goff-Kids, stand da, glaube ich. So halb geraten, ja. Hallo, Prinzessin Kenny. Ich möchte dich aber gar nicht dabei haben. Ich möchte immer noch Butters. Besser. Ich könnte schnell reisen, aber ich suche ja immer noch ein paar Sachen. Von daher, außerdem haben wir jetzt neue Fähigkeiten und es gab ja überall in der Stadt schon diese Alien-Teile, die ich jetzt bedienen kann. Von daher laufen wir doch einfach mal rum. Ist doch auch nicht so verkehrt. War ich hier noch nie? Narrenkappe. Ist sie gut? Level 7 mit allen Schnickschnack steigert die maximale TP um 25. Du erhältst 1 MP, wenn dein Begleiter angreift. Nee. Nee, ich glaube nicht. Außen sieht das bestimmt voll bescheuert aus. Was ist denn hier passiert? Hallo? Irgendjemandes Tür wurde da brutal aufgesprengt. Oh, hä? Das waren wir. Ich erinnere mich. Dummdi-dumm. Kann ich hier irgendwas tun? Kann ich vielleicht an den Drachenstrei? Ich dachte so da rein, aber das funktioniert anscheinend nicht. Hey, wenn 20 Leute bei diesem Post auf Gefällt mir klicken, kann ich ein iPad gewinnen? Nein. Da möchte ich nicht bei helfen, iPads sind böse. Da. Hallo. Oh mein Gott. Ich fand's auch lustig. Na, da habe ich schon mal gekackt. Das ist nicht mehr spannend. Dude, did you shit your pants? Nein. Niemand shittet sich hier die Pants. Wir sind hier Abenteurer. Yeah, you should check for mud. Kann ich hier nicht irgendwas mitmachen? Vielleicht von der Seite aus? Nee. Ich dachte, weil es brennt vielleicht, dann kann man ja immer... Aber nein. Da denke ich mal wieder zu weit. Ein Fluch. Das habe ich oft. Da kommen wir nicht rein. Aber hier. Ah, endlich. An die Stelle wollte ich. Duell Fund. Dubstep. und Zeug. Yay. Dann gehen wir weiter. Da sind Elfen. You're a douche. Ich wollte euch gerade anfurzen. Mann, ihr Ärsche. Ich möchte keinen Kot essen. Und ich schaff's nicht zu blocken. Auf vernünftige Art und Weise. Aua. Ja, einen hat er richtig durchbekommen. Du Arsch. So, dann nutze ich mal meine Strahlenwaffe. Um die beiden hier fertig zu machen. Und Butters kann dann mit seinem... Oh, was hat er da? Ach, ich bin jetzt Level 6, Professor Chaos. Butters verwandelt sich in den bösen Professor Chaos und entfesselt einen zufälligen, verheerenden Angriff. Komm, das will ich doch mal sehen. Wähle ihr Schicksal. Okay. Chaosmantel. Wir schilden uns einfach. Mann. Hau ab. Ah, er ist verbrannt. Sehr gut. Oh, er hat reflektiert. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Heilen wir erstmal unseren Hauptmenschen. Uns selbst. Oh, jetzt wollte ich doch nicht... Warum habe ich Butters jetzt gedebufft? Der hatte doch nichts. Oder? Ich glaube, er hatte nichts. Was ein Scheiß. Go,
Müsste er jetzt nicht verbrennen? Naja, gut, er ist weg. So, jetzt mal auf selbst heilen. Ich mag es nicht zu brennen. Ist er immer noch in Reflektierhaltung? Ja, ist er anscheinend. Wenn ich das richtig einschätze. Dann kriegt er jetzt volles Pfund aufs Maul. Ah, und seine Rüstung ist dahin. Oh Mann, das ist mir zu langsam. Zu langsam kann ich doch nicht reagieren. Nutzen wir unsere Strahlenwaffe nochmal. Oh, er war immer noch in Reflektierhaltung. Ich glaube, wegen dem Kotzen habe ich es kurz nicht gesehen. Muss ich geduldiger vielleicht sein. Ah, verdammt. Jetzt verkacke ich alles. Hör mal auf zu brennen. Butters kann es... Nein! Jetzt habe ich schon wieder mich selbst ge... Was ein Wichsdreck. Ich bin doch unfähig. Ha, endlich mal. Heildrang auf mich selbst, so. Ist jetzt immer noch in Reflektierhaltung. Kann man das hier sehen? Weil irgendwie kann ich es gerade nicht einschätzen. Steht nichts da. Dann ist er wohl nicht in Reflektierhaltung. Wehe doch. Nein, ist er nicht, okay. Aber er hat 107 Rüstung, das ist echt gut. Ich habe nur 12. Immer nochmal schön draufhauen. Das ist wichtig bei solchen Halunken. Sonst lernen die auch nichts. Ah, da oben ist eine Möglichkeit für mich, an dieses Chimp-Pokémon ranzukommen. Vamporco. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Da hinten eine Truhe? Nee. Kann ich hier hinten hin eigentlich? Nee, okay. Das ist wirklich nur da, um uns hier reinzubekommen. Nee, ich will aber auch wieder raus. Aber das ist ganz cool. Da finden wir bestimmt noch viele Sachen. Hallo? 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 Können wir hier eigentlich rein inzwischen? Nö. Was ein Dreck. Drecksladen. Wie viel Geld habe ich? Oh, viel Geld. Viel, viel Geld. Hier hinten waren die Goffs. Genau. Und die soll ich ja rekrutieren. Dann bin ich hier wohl auch richtig. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Das war's für heute mit South Park with Stick of Truth. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit mir war das Ganze, ja, habt ihr ja mitbekommen. Mit mir. Eurem Vogel. Tschüss.